Ja, kennst du das? Alles ist eingefroren und du musst schnell was zu essen machen. Ja, du findest ein paar Bratwürste in der Gefriertruhe und bist dir nicht sicher, klappt das mit der Heißluftfritteuse oder klappt das nicht? Ja, schau mal, es klappt super. So, ich habe hier Bratwürstchen, die noch richtig fest eingefroren sind, die ich gerade aus der Gefriertruhe geholt habe. Und es hieß ja, ich könnte in der Ninja auch tiefgefrorenes drinne verarbeiten. Und das teste ich jetzt hier mal mit diesen Bratwürstchen aus. Ja, ich hatte mich entschieden, die auf diese Grillplatte zu legen. Also die müssen zwar nicht auf die Grillplatte, die können auch ganz normal. Und jetzt schalte ich hier meine Heißluftfritteuse ein. Airfry, 200 Grad, aber keine 20 Minuten, sondern das wechsle ich runter auf 10 Minuten. Und dann starte ich das Ganze. Jetzt geht er hier in das Vorheizprogramm. Das habe ich jetzt beendet. Tut, jetzt kann ich es aufmachen. Ja, jetzt öffne ich, jetzt will ich die mal auseinandernehmen, die zwei, und lege die so einzeln da rein und lasse das Ganze schön lustig weiter brutzeln mal. So, ich habe es jetzt nochmal 3 Minuten länger drin. Also aussehen tun sie richtig toll. Und das war ein bisschen so die, wo ich Bedenken hatte, die etwas dicker ist. Und dann mache ich jetzt folgendes, ich schneide die jetzt einfach mal an. Also die ist voll und ganz gut. Die braucht gar nicht länger. Sie ist noch saftig, so wie es aussieht, aber durch. Ich denke, hier kann man es ganz gut sehen. Dampft halt jetzt etwas, deswegen ist es etwas schlechter. Daumen hoch, passt. Wenn dir meine Videos gefallen, dann abonniere ganz einfach meinen Kanal und du bekommst immer die neuesten Videos sofort angezeigt. Und hier unten links bekommst du weitere ausführliche Informationen zum Rezept. Und verpasse keine Tipps von